Wenn ihr Interesse habt an den regelmäßigen Veranstaltungen der allgemeinen Homosexuellen-Gruppe, an der Wochenpost über den Computer, da kommt dann so ein Brief rein in den Computer. Und dann kann man sagen, hey, heute ist Vera, ich guck mal irgendwie, was im Fernsehen. Oder Gabi Tupper tritt mal wieder in einer Männerrolle auf. Ich zieh mir mal was Enges an. So. Bislang war es ziemlich aufregend, nochmal kurz für euch als RTL2-Zuschauerinnen. Tote Nutten, Alkohol, allgemeine Verwirrung. Schnauz, ach die Bohle, du hast zu viel von der Bohle getrunken. Einlassbohle darf man trinken. Deine Bohle! Ja, es ist meine Bohle. Ich habe gestern um 18 Uhr 2 Kilo Nektarinen rum und Wodka eingelegt und zwischendurch mal dran gerochen und ich bin sofort ins Wachkoma gefallen. Prost! Ich dachte, du liebst mich. Ja, dich auch. Ja, ja, hier ist ein Stuhl frei. So. Hier ist der Stuhl frei. Ja, jetzt hast du den Pause. Breitenfall, das ist Zug absteigen. Eine Adresse für gehobene Ansprüche. Die haben ja alles. Sauna, Massage, Kräuterkeller. Und du meinst, hier kommen wir weiter? Das ist so neutraler Boden, wenn du so willst. Der Laden gehört einer Frau, die schon seit Ewigkeiten im Geschäft ist. Bei ihr gehen die Zuhälter ein und aus. Woher weißt du das alles? Ich habe auch mal als Polizist angefangen. Verstehe. Ach, nur, dass du es weißt. Ich bin jetzt einer von den Harten. Klar? Ach du Scheiße. Ja. Mach die Tür auf, Kleiner. Welche Mitglied? Nein, du Spinner, ich bin Bulle. Haben Sie einen Ausweis? Sag Big Mama, dass John Sinclair hier ist. Sie kennt mich. Moment. Beeindruckend, John. Wusste ja gleich, dass dein Name Tür und Tor öffnet. Keine Sorge. Wir versuchen nur Zeit zu schaffen. Genau in diesem Moment verlassen die mit dem größten Dreck am Stecken das Gebäude durch die Hintertür. Bitte. Siehst du? Kommen Sie rein. Big Mama erwartet Sie. Oder auch Zeit. Nein, nicht in die Haupthalle. Sie erwartet Sie im Büro, hier lang. Ich kenne den Weg. John, bist du es wirklich? Lange nicht mehr gesehen, Cheryl. Arbeitest du immer noch für die falsche Seite? Kommt drauf an, an welchem Ufer man steht. Und wer ist dein Kumpel? Ein Kollege. Sag auch. Führst ihn in die Szene ein, was? Ja, das hättest du wohl gerne. Setzt euch. Wie ich sehe, streicht die Zeit an dir auch nicht spurlos vorbei, John. Das tut sie bei niemandem. Erinnerst du dich noch an die Zeit, bevor du Bulle geworden bist? Ich bin rein beruflich hier. Ach was. Wie schade. Viel los heute? Weniger, seit du hier bist. Kann ich mir denken. Aber ich will euch keinen Ärger machen. Zumindest noch nicht. Ja, ja, sagte der Skorpion, bevor er zustach. Kennst du den Spruch, der Feind meines Feindes ist mein Freund? Du bist hinter dem Ripper her. Exakt. Ah, ich dachte, Harrison ist an dem Fall dran. Nicht mehr. Das höre ich gerne. Er war schlecht fürs Geschäft. Ich brauche Informationen, Cheryl. Tatsächlich. Ich will das Schwein festnageln, für immer. Ja, das würdest du. Dir traue ich das zu. Also schön. Es geht das Gerücht, dass eine Zeugin existiert. Wer? Ein Mädchen namens Claudia Ferris. Sie ist untergetaucht. Ihr Freund sucht sie bereits. Ihr Freund, hä? Ich gebe dir Bescheid, wenn er sie gefunden hat. Du willst mich doch wohl nicht so abspeisen. Ich würde dir ja gerne mehr verraten, aber ich weiß nicht, wo sie steckt. Sag mal, sind die Papiere deiner Mädchen in Ordnung? Du willst mir doch nicht drohen, John. Ich drohe nie. Und jetzt sag mir, wo sich diese Claudia befindet, bevor ihr Freund sie zusammenschlägt und sie als Zeugin nutzlos wird. In diesem Fall mache ich eine Ausnahme. Schließlich wollen wir alle, dass dieser miese Dreckskerl gefasst wird.
Aber wenn auch nur ein Wort über deine Lippen kommt... Ich kenne die Spielregeln. Und jetzt raus mit der Sprache. Die Kleine soll in der Baker's Lodge untergetaucht sein. Aber ich an eurer Stelle würde mich beeilen. Ihr Freund ist bereits auf dem Weg zu ihr. Und er hat heute wirklich schlechte Laune. Ja, das war schon sehr interessant. Bitte mal nicht auf die Mikrokabel rumtreten. So, Big Mama. Big ist bei dir wohl auch nur das Selbstbewusstsein, glaube ich. Weg damit. Ich kann auch ganz anders. Ich kann zum Beispiel den Rock hochlegen. Ja, es geht noch weiter. Hier. Die Punkte. Jeder Punkt ist ein Schwanz, den sie nicht geblasen hat. Die rote Außenfläche ist, wir wollen darüber schweigen. So, jetzt wählst du mal hier deinen Zettel. Hatten wir schon mal... Hatten wir auch schon mal... D, D wie Daphne. Es war ein erschreckender Anblick. Meine Damen und Herren, Fixie Fantasy! Musical, oder?
Von was haben wir? Stella-Destroy-Musical? Nein, nicht Stella-Destroy-Musical, sondern Stella-Musical, die machen so Elisabeth, Kess, von der Oper, was war das überhaupt? Weißt du, mein, du hast einfach 5 CD Nummer 5 und Hammer Schaffelig, keine Ahnung. Es war Eurovision Song Contest. Ach so, 1922. Ja, Belgien. Finnland. Also Big Mama, du hast den Namen zu Recht. Und also mit dem Einsatz wirklich, ich hatte ein bisschen gehofft, dass endlich mal jemand von der Bühne stürzt, aber weil die Bühne ist immer noch ungestürzt. Romy, ja, Romy ist erstaunlicherweise, hat die, glaube ich, Haftmagneten unter der Bühne. Du musst jetzt weiter deine Noten laufen lassen. Ne? Meine Damen und Herren, Fixi Fantasy!